In Hamburg sagt man Moin, meine lieben Freunde und so, und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Die 8 Wochen sind rum. Das ist jetzt das Ergebnis. Dank meines Muskelfaserrisses in der Brust konnte ich ja nicht so, wie ich wollte. Aber ich habe alles gegeben, was ich konnte. War natürlich sehr eingeschränkt in manchen Übungen. So alles, was so in diesem Bereich ging und auch drücken ging, fast gar nicht. Und nun ja, es ist, wie es ist. Ich glaube, ich kann trotzdem so an den Strand fahren. Und ja, wie ihr sehen könnt, Koffer sind fast fertig gepackt. Gleich geht's los. Und einen letzten kurzen Formcheck für euch nochmal. So kann ich, glaube ich, dahin fahren. So, Freunde, wir sind gelandet nach 10 Stunden Flug. Beziehungsweise sind schon ein bisschen länger hier, wir haben jetzt was gegessen. Und hier ist so eine kleine Einkaufsmeile gegenüber von unserem Hotel. Da ist ein kleiner Hafen dran, ist alles schick beleuchtet hier abends. Und ja, wie gesagt, wir haben was gegessen im Hooters. Ich war das erste Mal im Hooters. Ich kann euch sagen, so schick wie im Fernsehen sind die Mädels nicht. Also, aber Burger war gut. Ja, jetzt lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen. Und dann geht es morgen früh mal zum Sport und mal ein bisschen Miami hier schaffen. Guten Morgen aus Miami, Freunde. Wie ihr sehen könnt, strahlend blauer Himmel, geiler Sonnenaufgang. Es ist jetzt 7 Uhr und ich habe Hunger, ich muss was essen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir was finden. Ein paar leckere Pancakes. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wir sind in unserem Frühstücksdomizil angekommen, in Denny's. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, von Rührei über Toast mit Ei und Bacon und Pancakes. Und man muss sich das einfach mal gönnen. Alles, was das Herz begehrt. Wir sind jetzt in Miami Iron Gym. Kleines, feines, altes Muskelstudio. Aber alles hier, was man braucht. To my home, don't worry. Told her I'd be close. I'm gonna take you close. I cover my bill sometimes, huh? When I need it, when I need it. I tell you right now. Tell me what you're talking to my bill. She's rich, yeah. Oh, oh. To my bill. She's rich, yeah. Whoa, whoa, whoa. Whoa. I gave a dick in the rich, yeah. Man, I took her from the bitch. Now we oughta get back, yeah. And I'm drippin' dry. She drippin', yeah. Wonder why they always see me smiling. Juggle money, yeah, that's why I'm shining. Oh, I just might move my mom out to the islands. Wir sind auf Coco Cay, auf den Bahamas. Und schauen uns jetzt mal die Insel hier an. Ja, Freunde, das sind die Bahamas. Sehr nett anzuschauen. Und wir hatten auch ganz gut unsere Ruhe hier. Wir haben so eine kleine Muschel hier. Und abseits von den Partyverrückten, Saufnasen, hier kann man es aushalten. Wie ihr sehen konntet, das war das Buffet-Essen hier im Restaurant. Also ist für jeden was zu haben. Und wer hier nichts findet, der hat selber Schuld. Es gibt natürlich noch viel Süßkram, das zeige ich euch auch nochmal. Und was heute nicht fehlen darf, heute ist Samstag. Und was ist heute?
die Mr. Olympia-Wahl, die 212er sind gerade dran. Letztes Jahr war ich live vor Ort und jetzt sind wir auf einer ganz anderen Seite, aber es darf nicht fehlen. Ich muss es natürlich trotzdem sehen. Und warum sollte es anders sein als zu Hause? Steak und Pommes und hier ist ein bisschen Hähnchen. Und im Hintergrund der Mr. Olympia. So Freunde, wir sind jetzt hier in Nassau am Paradise Island. Wie ihr sehen könnt, das ist wirklich Paradise. Also traumhaft schönes Strand. Zu vieles Wasser. Und vorher sind wir mit dem Roller ein bisschen gefahren. Hier haben wir die Insel ein bisschen erkundet. Und da ist viel Elend hier, ne? Und Reichtum auch dicht beieinander. So. Und aber war mal interessant. Eine Stunde mit dem Roller gefahren und Linksverkehr muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und jetzt haben wir Paradise Island gefunden. In einer Stunde gehen wir zurück aufs Schiff und dann war es das auch für die Bahamas, weil morgen geht es dann zurück, oder morgen früh sind wir dann schon wieder in Miami. Und somit ist dann auch der erste Vlog zu Ende. Ich will euch ja nicht hier meinen ganzen Urlaub aufquatschen, damit das auch nicht so lang wird, das Video. Dieser Vlog ist dann somit zu Ende. Und dann gibt es einen zweiten Vlog, wo wir dann hochfahren nach Orlando und Daytona Beach und wie das alles heißt und so. Everglades haben wir auch noch im Zettel. Aber das seht ihr dann im zweiten Vlog. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ihr habt ein paar Eindrücke gesammelt. Und achso, zum Thema Kreuzfahrt kann ich ja nochmal sagen, wir haben das jetzt 4 Tage gemacht. Und vom Schiff her mega geil und so. Essen ist auch super, erste Sahne. Aber man muss sich da dann gewöhnen oder auch nicht, dass halt sehr viele Menschen auf dem Schiff sind. Bei uns waren 3580 oder so. Und es ist echt viel Menschen. Und leider können sich auch viele Menschen nicht benehmen. Das ist wie in anderen Urlauben am Buffet und so. Die Leute drehen durch, weil es umsonst ist. Und das ist so ein kleiner bitterer Nachgeschmack oder Beigeschmack. Und wir werden es in der Form höchstens nochmal so machen mit 4 Tage. Aber so, dass man sagt, 10 Tage oder 14 Tage auf so einem Kreuzfahrtschiff, das ist nichts für uns. Also das ist mir dann auch alles zu eng das war jetzt okay, wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben die geile Insel gesehen, die Bahamas. Und von daher soll das auch erstmal das gewesen sein. Auf den Bahamas sagt man Tschüss, oder ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.